Tanja, hallo, kann ich einen Verschlechterungsantrag machen, auch wenn ich schon kurz vor der Klage bin? Widerspruch wurde abgelehnt, habe genug Atteste. Du möchtest einen Verschlechterungsantrag stellen. Ich möchte dich besonders gut verstehen. Du bist kurz vor der Klage in diesem Verfahren. Erstmal würde ich sie trotzdem stellen. Ob sie nachher auf den Millimeter genau war, ob alles gestimmt hat, kann man im Nachhinein prüfen. Erstmal zeigst du damit deinen Willen. Und das ist wichtiger. Ganz oft sagen die Gerichte dann wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, kann man gewisse Dinge nicht ablehnen. Weil es war trotzdem dein Wille erkenntlich und du hast dich bemüht im Rahmen deiner Möglichkeiten und die Hürden der Behörden waren zu hoch für den Bürger, das darf nicht. Auch gewisse Firmen dürfen nicht Dinge zu kompliziert machen. Und da sagen die Gerichte, dann wird es zugelassen. Und ich würde erstmal, wenn es dein Wille ist, ja, den sehe ich noch nicht ganz raus, welchen Sinn es für dich macht, aber ich möchte dich trotzdem auf deinen Weg unterstützen. Dein Widerspruch wurde abgelehnt. Du gehst jetzt vor Gericht. Du hast genug Atteste und du möchtest trotzdem in dem Verfahren einen Verschlechterungsantrag stellen. Kannst du machen, aber ich wüsste jetzt noch nicht, warum du das willst. Das darfst du mir gerne nochmal sagen, Tanja. Du schreibst aber auch weiter schon. Habe genug Atteste, Kind 2, dem haben sie die 2 weggenommen. Gleich auf 0 runter. MD war 30 Minuten da. 20.01. da. Am 24.01. hat die Kasse schon runtergestuft. Unbedingt in den Widerspruch gehen. Unbedingt darauf auch erwähnen, dass die Leistungen erstmal erhalten bleiben, bis sich das Ganze klärt. Auch unter Vorbehalt, dass du, weil sonst würde eine Art Körperverletzung stattfinden. Sollte sich im Nachhinein rausstellen, dass das falsch war, dass da Fehler passiert sind, und das ist ja ganz oft so, dann hätte man dir eine wichtige Sozialleistung, die dein pflegebedürftiges Kind mit Pflegegrad 2 unbedingt braucht, entzogen. Und das ist eine Form der Körperverletzung, des Unrechts. Ein Schaden erzeugt man damit. Und da reicht es nicht aus, finde ich, wenn man das am Nachhinein einfach wieder zurückgibt, sondern das muss jetzt erstmal bleiben, wenn du dir sicher bist, dass dir das zusteht. Weil sonst, wenn du nachher komplett verlierst, dann würde man so einen Ratenplan haben, auch mit 10, 20, 30 Euro monatlich, wenn man arm ist, dass man das zurückzahlt. Dann haben sie zum Beispiel 1.000 Euro Pflegegeld weitergekriegt oder auch 2.000, 3.000. Und dann muss man die halt über 10 Jahre zurückzahlen, auch ohne Zinsen in so einem Bereich. Das ist so den Weg, den ich gerne gehe. Aber sei dir dessen bewusst, dass man lieber jetzt das Geld nimmt und derzeit motiviert ist, weiterzuarbeiten. Ich hoffe, deine Frage ausreichend verstanden zu haben, liebe Tanja. Und ich sehe auch, dass im Chat dir auch weitergeholfen wird. Du schreibst jetzt ganz aktuell, ich muss viel Geld dafür bezahlen für Klage und muss sehen. Daher frage ich, er hat die 1 bekommen, aber habe einen großen Pflegebedarf. Du hast Widerspruch eingereicht. Ja, du brauchst Unterstützung. Die Pflegewächter sind da. Hier nochmal mit Banner gerne. Du wirst sonst leider einfach mit dem großen Trecker übergefahren. Tanja, du bitte wehr dich. Genau Menschen, die in deiner Situation sind, lass die damit nicht durchkommen. Das sind die Pflegewächter. Die sind sehr, sehr erfolgreich, sehr gut. Ich würde dir empfehlen, alles einmal zusammenzufassen, alle schreiben, schön als PDF in einer E-Mail. Alles, was du hast, alle Arztbriefe, alle auch vielleicht, alles, was du erstmal hast, ist okay. Und dann forder noch mehr Unterlagen ein. Und dann schick denen das. Gib denen das als E-Mail. Und die werden sich bei dir melden. Die sehen ganz schnell, wie einfach sie gewinnen können. Im Sozialbereich hast du kein Kostenrisiko. Das ist etwas, was Salomo auch immer sehr schön betont hat. Du hast einfach das Recht, das überprüfen zu lassen. Die sind sogar befangen. Der Gutachter der Rentenversicherung ist nichts wert. Der arbeitet bei der Rentenversicherung, der ist der Rentenversicherung unterstellt. Der Gutachter vom MD soll neutral sein. Sind sie nicht, sie sind dem MD unterstellt. Sie machen sowas am Fließband. Das ist nicht neutral. Du hattest keinen fairen Prozess.
man hat das zwar jetzt aus dem Namen gestrichen, der Dienst aus den Krankenkassen und so weiter. Ich kriege hier nochmal eine super Rückmeldung von Freunden. Schaut gut aus im Stream und so weiter. Dann kommt was Privates. Ja, das freut mich. Danke für die Rückmeldung. Kenne deine Rechte, liebe Tanja. Ja. Du musst kein Geld bezahlen. Vor dem Sozialgericht kannst du dich selber verteidigen, aber das empfehlen wir dir nicht. Du brauchst jemand an deiner Seite, der dir das komplett abnimmt. Es ist für dich auch zu schwer, möchte ich sagen, für jeden, wenn du schon eingeschränkt bist. Du bist mit der Pflege deiner vielleicht zwei Kinder, zumindest eins auf jeden Fall, mit Pflegegrad 2 beschäftigt. Das ist schon eine fordernde Aufgabe. Und wenn dann sowas passiert, das ist unverschämt. Du hast in Zukunft die Möglichkeit, auf Bewerte den Staat, den Gutachter zu bewerten. Das darfst du. Das ist eine berufliche Situation und dagegen kannst du sehr sachlich und objektiv das Erlebte wiedergeben und auch beweisen. Das ist eine andere Geschichte. Erstmal rette dich selber, okay? Sonst wirst du bei den anderen sehen, wie sie sich gewehrt haben, was denen alles widerfahren ist. Tanja, ich bitte dich, ich werde fast schon ein bisschen hysterisch. Diese ganze Ungerechtigkeit, wenn man weiß, wie, dann stoppt man sie sehr schnell. Okay? Rein in die Öffentlichkeit, rein vors Gericht. Die Gutachterin soll als Zeugin geladen werden. Sie soll dich dazu erklären. Hol dir das Gutachten. Was hat sie festgestellt? Wie begründet sie das? Es kann auch sein, dass vielleicht nicht alle Arztbriefe aktuell waren, okay? Ich möchte jetzt nicht zu sehr inhaltlich drauf eingehen, aber liebe Tanja, bitte, bitte, glaub an dich. Du hast gerade eben den Barry gesehen, der hat sich schon weiter gewehrt, okay? Das ist das, was wir heute für euch tun können. Wir können euch eine Orientierung geben und so grob unser Expertenwissen mit euch teilen. Und der Rest ist Routineaufgabe, da freuen sich alle Anwälte, die kriegen das bezahlt und es ist dein Recht und du sollst auch dein Recht kriegen. Deswegen gibt es das Sozialgericht, ein Gericht nur für Menschen, die Sozialleistungen bekommen, weil so viel Ungerechtigkeit passiert und die sind wichtig. Und locker gewinnen da die Hälfte der Leute, locker. Die andere Hälfte hat aufgegeben, die Klage zurückgezogen, vielleicht auch einen kleinen Fehler gemacht oder das Ganze unterschätzt oder konnte auch einfach nicht. Du gehörst zu den Gewinnern und wir wollen diese Quote auf 80, 90% steigern, denn keiner klagt, wenn er nichts hat.